VEP ist auch wieder ein Akronym für das visuell evozierte Potenzial. Und das funktioniert so, dass das Sehorgan sozusagen getestet wird. Und wird so durchgeführt, dass der Proband auf ein Schachbrettmuster schaut in einem Monitor und diese schwarz-weißen Felder ändern sich mit einer bestimmten Frequenz und dadurch wird das Sehzentrum im Gehirn, was am Hinterkopf ist, ganz stark stimuliert. Und auch da können dann wieder Potenziale abgeleitet werden, am Kopf letztlich. Da wird dieses Schachbrettmuster mehrfach wiederholt und dann werden die Impulse aufaddiert, wieder geteilt und dann kann man wieder Zeiten messen, Zeiten, die der Impuls braucht, bis er im Hirn, also im Sehzentrum angekommen ist. Und das ist eine wichtige Untersuchung, um Erkrankungen des Sehnervens beispielsweise zu diagnostizieren. Und eine Hauptanwendung ist die Multiple Sklerose, weil die dazu führt, dass der Sehnerv geschädigt wird. Und das kann man dann mit dieser Methode sehr gut erfassen, sowohl eine Verzögerung, also eine Verlangsamung der Leitgeschwindigkeit, als auch eine Verminderung der Amplitude. Das heißt, die Menge der Impulse ist reduziert. Also ein ganz wichtiges Verfahren, insbesondere bei der multiplen Sklerose.